Wenn Organist Walter Redler die Kirche betritt und sich auf zu seinem Instrument macht, erwartet ihn mittlerweile ein Arbeitsgerät der Extraklasse. In Deutschland gibt es vielleicht gerade noch 2 Dutzend vergleichbare Orgeln. So eine wie in der St. Gallus-Kirche in Scheidegg ist also eine echte Rarität geworden. Den Plan für eine Renovierung hatte schon seit längerer Zeit gegeben. Doch erst vor rund einem Jahr war es der Gemeinde möglich, ihn umzusetzen. Die Renovierungskosten in Höhe von 370.000 Euro hat man komplett durch Spenden decken können. Walter Redler ist froh, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Seit er mit 14 Jahren das erste Mal an dieser Orgel saß, hat sich ziemlich viel verändert. Ja, also für mich ist das großartig. Ich bin also seit 30 Jahren hier in der St. Gallus-Kirche in Scheidegg als Organist tätig und habe damals in den 80er Jahren schon mitbekommen, dass es um einen Neubau oder eine Renovierung dieser Orgel geht. Und all diese Jahrzehnte habe ich das immer mitverfolgt. Und meine Idee war immer schon, dass man dieses schöne Instrument, das ja sehr natürlich bis zur Unkenntlichkeit verändert wurde durch Restaurationen oder Rückbauten in den 60er Jahren, aber trotzdem die Grundsubstanz erhaltenswert war und, wie sich herausgestellt hat, ja wirklich hervorragend war. Den Mitarbeitern der Firma Sandner bot sich hier ein echter Rohdiamant. Für das Team von Orgelbaumeister und Restaurateur Norbert Bender war es ein langer Weg, bis das Instrument in den ursprünglichen Zustand versetzt werden konnte. Die Orgel wurde im Jahre 1957 und 63 umgebaut, zerstückelt und klanglich umgestaltet, sodass, als wir das Instrument im Jahre 2005 zur ersten Begutachtung vorgefunden haben, eigentlich nicht mehr als Steinmeier-Orgel erkennbar war. Die Scheidegger Orgel ist mit einem sogenannten pneumatischen System ausgestattet. Das heißt im Grunde, dass die einzelnen Register mit Luftdruck zum Klingen gebracht werden. In der Kombination mit solch einer Technik, wie sie hier verwendet wird, ist diese Orgel einmalig. Um sie aber wieder so wie vor über 100 Jahren klingen zu lassen, mussten die Profis der Firma Sandner ganze Arbeit leisten. Ja, besonders war vor allem der Orgel wieder eine Seele zu verleihen. Denn die Klanggestalt, die war eigentlich sehr dürftig. Und insofern war es eine reizvolle Aufgabe für mich, jeder einzelnen Pfeife wieder den ursprünglichen Ton zu geben. Dazu hat er Tonbeispiele vergleichbarer Instrumente verwendet. Die dunklen Kirschbaumregister, die gerade gestimmt werden, sind sogar noch vom Original. Man hat versucht, Neues und Altes so gut wie es möglich war zu kombinieren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Engel mit den Trompeten am äußeren Bereich stammen etwa aus dem Jahr 1840. Erbauer Georg Friedrich Steinmeier hatte sie schon von einem anderen Instrument übernommen. Steinmeier-Orgeln gehörten damals wie heute zu den führenden Herstellern Deutschlands. Das Scheidegger Exemplar zog seit der Restaurierung schon viele bekannte Organisten an. Und auch in Zukunft wird es wohl noch einige Konzerte geben, denn jetzt hat die St. Gallus-Kirche ein einmalig schönes Instrument zu bieten.